Moin! Ja, seit gestern ist die neue Zeus im PTU auch für die Subscriber austestbar. Und wir haben gestern schon die ES-Variante. Hi. Ey, nur Wasser? Egal. Hauptsache trinken. Also nochmal, wir haben gestern die Explorer-Version mal getestet, zu zweit. Und. Also das Schiff ist vom Konzept her total cool. Und ich will mir heute mal die Frachtversion angucken. Da ich ja primär Fracht fliege, interessiert mich das natürlich noch mehr. Also gleich vorweg, ich werde mir das Schiff nicht kaufen, da ich genug Schiffe in der Größe habe. Aber das ist vom Konzept her sehr geil gemacht, das Schiff. Und hat so ein paar Sachen, die finde ich ziemlich genial. Und wenn dann Ursa reingepasst hätte, dann wäre ich in Versuchung gekommen, meine Corsair in Zahlung zu geben und mir die... Ach, meine C8R ist da ja noch drin. Dann habe ich ja schon einen Hangar. Alles klar. Ne, ich bin hier gerade auf Everus Harbor. Hab diesmal als Startort Lorville gewählt, weil Freaky da auch immer ist. Und na? Da war halt kurzer Weg, weil er hatte das Schiff schon in den Hangar gestellt und da bin ich dann einfach zu ihm in den Hangar rein und hab dann das Schiff bei ihm angeschaut. Wir sind dann noch eine Runde geflogen. Er hat dann ein bisschen Tiefflug gemacht, um mal zu testen, wie das Schiff generell so reagiert. Ja genau, meine Pisces steht da noch rum, aber die wollen wir ja nicht. Auch ein kleines nettes Schiffchen, so hier um von A nach B zu kommen, kleine Missionen zu machen. So, um die geht's heute. Oh, bin ich ja mal gespannt. Oh ja, ja. Der Soundbug schlägt wieder zu. Zigtausend Hangars zu hören. So, Klappe zu. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das Ding fliegt. Also ich war gestern nur Co-Pilot. Was ich in einem Video gesehen habe, ist, dass... Hallo? Schiff? Server Error? Ah, nee. Ah, ich glaube, der Server ist ein bisschen... Da steht das gute Stück. Wie gesagt, die Frachtversion ist blau. Warum, weiß ich nicht. Alle anderen sind so grau-weiß. Die hier ist blau mit so ein bisschen Gelb dran und so. Sieht eigentlich schon ganz vom Skin her schon ganz schnuckelig aus. So. Also ist ein Robert Space Industries Schiff. Das ist vom Design her. Sehr, sehr kantig, geradlinig. Sehr schlichtes Design. Die Brücke finde ich übrigens sehr cool. Hat unten drunter einen Geschützturm, einen kleinen. Und zwei fettere Wummen für den Piloten. Diese Flügelenden, die klappen, wenn man das Fahrwerk einfährt, dann so runter und stehen dann so ein bisschen schräg nach oben. So, sieht von beiden Seiten eigentlich relativ gleich aus. Dann wollen wir mal rein in die gute Stube. Frage nur wo. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Fuelport. Okay. Oh. Cool, der funktioniert schon. Also das Schiff ist generell sehr weit, ne? Also klar, die haben natürlich jetzt alles...
Nee, das ist generell der Fuelport. Sehr schön. Wird die Klappe auf? Irgendwo muss doch hier ein kleines Schalterchen für die Klappe sein. Da ist er. Gibt nur einen. Also. Klappe auf. So, also was sehr geil ist, man hat halt im Gegensatz zur Conny den Frachtraum am Stück. Hier sind die Komponenten alle sehr gut. Sind halt hier in diesen Wandverschlägen drin. Man kommt da sehr gut dran. Also austauschen ist natürlich, hat man hier allen Platz ohne Ende. Ist natürlich sehr cool. Hier hat man so ein kleines Geländer, damit man die Kisten nicht zu weit schubst und nicht mehr durch die Tür kommt. Aber das wäre gar kein Problem. Also wenn man die Tür zustapelt. Ach ja, hier sieht man es eigentlich. Dieses Schiff hat schon einen Feuerlöscher. Die kriegen sie jetzt alle nach und nach, weil die Funktion ja dann irgendwann reinkommt. So, also 128 SCU Ladekapazität. Das ist okay. Das ist, wie gesagt, ein 32 SCU Container mehr als die Dings. So, jetzt gucken wir uns den Rest an. Aber ich könnte durch die Tür da hinten gehen. Aber ich will noch was anderes, was ich total genial finde bei diesem Schiff, ist endlich, ne, bei der C1 fehlt das zum Beispiel. Ich muss nur finden, wo er ist. Wo ist er? 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 Ne, das ist das Cockpit. So, wo der... Ah ja. Ach, das ist dann also wie... Das ist wie bei einem Cockpit. Man hat nämlich einen zweiten Zugang. Und das finde ich total genial. Ach, der macht die Klappe gleich wieder zu. Ja, hatte mein Kumpel tatsächlich recht. So, jetzt ist man hier in dem Bereich. Da vorne ist die Brücke. Hier hat man noch eine Luftschleuse, beziehungsweise einen Ausgang für EVA. Hier ist Coming Soon. Das wird mal das Ingenieur Terminal sein. Ja, geht automatisch auf. So, und hier ist der Wohnbereich quasi. So, hier kommt man wieder in den Laderaum. Da waren wir ja schon. So, hier ist die Pen-Butze. Das ist wirklich eine kleine Butze. Die Explorer-Version, die ist der Raum ein bisschen größer, aber die hat einen kleineren Laderaum. Da ist hier noch so eine Sitzbank. Aber wie gesagt, die muss man nicht unbedingt haben. Hier hat man halt drei Schlafplätze. Hier hat man so ein bisschen Platz zum Zuplundern, so ein bisschen Regal und Ablage und so weiter. Und das typische funktionelle Badezimmer. Ne? Hier Dusche da oben, Toilette fährt man aus, wie immer. Einmal, zack, Toilettchen raus. Lädchen rein. So, also drei Leute. Das ist ja so, wie gesagt, das Schiff ist halt für drei Leute konzipiert. Ne? Jeder hat seinen eigenen kleinen Spind. Hier drüben ist die Küche, beziehungsweise der Essbereich. Der ist also auch deutlich kleiner. Ne? Da wo das Waschbecken ist, diese Schrankeinheit, die ist bei dem anderen Schiff ein bisschen weiter noch Richtung Laderaum und geht ein bisschen um die Ecke. Der Rest ist gleich. Man hat hier ordentlich Stauraum. Hier die ganzen Schränke überall. Ne, die gehen noch nicht. Warte mal, die hier gingen, ne? Da. Ja. Ah ja, geht. Ich weiß gar nicht, ob die hier schon gehen. Ne, die gehen noch nicht. Das kommt wohl alles später. Der geht auch schon. Schätzen wir mal, der Kleine hier unten. Nee. Bei dem anderen, die haben noch ein Staufach mehr.
Ne, die gehen noch nicht. Da kommt alles noch. Alles klar. Also wieder klein, funktionell, witzigerweise zwei Plätze. Ne? Hier einmal Sitzplatz, da zweimal Sitzplatz. Der dritte muss stehen. Oder, wie gesagt, der Pilot darf die Brücke nicht verlassen und kriegt sein Brötchen auf der Brücke. So, das ist die Brücke. So ein bisschen RSI-typisch mit den hängenden Dings sitzen. Also hier rechts steuert man den, kann man den Traktorstrahl steuern. Hier links kann man den Geschützturm steuern. Und das ist der Chefsessel. Und ich hatte das in dem Video gesehen, das werde ich nachher nochmal ausprobieren. Dass man das Schiff auch von den anderen Sitzen steuern kann. Das habe ich vorher so noch nicht gesehen. Ah ja, alles klar. Ganz all. Ja, volle Feuerkraft. Ja, hier im Hangar geht das nämlich sogar. Alles klar, dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze fliegt. Also man kann hier sehr geil gucken. Ja, nach oben nicht so, aber was halt sehr cool ist, man hat hier nach unten unheimlich... Oh, ist das laut. Man hat nach hier unten halt auch... kann halt sehr schön gucken. Das ist natürlich für jemanden, der nach aus dem Cockpit landet, sehr cool eigentlich. Also das Schiff gefällt mir total gut. Wenn ich nicht schon einige Schiffe in der Größenordnung hätte... Habe ich jetzt eigentlich schon das Triebwerk angemacht? Ne, noch nicht. Sag ich V-Tones? Das weiß ich gar nicht. Ach, Blödsinn. Ich bin ja auf Everus Harbor. Da habe ich keinen Hangar, wo man horizontal landet. Ich muss ja nach oben raus. Alles klar, dann machen wir das mal. Also das schnellste Schiff ist es wohl nicht. Aber es ist halt... Boah. Naja, ist halt ein bisschen träge, ne? Aber es ist halt ein Frachtschiff und kein... Kein Renner, auch wenn er so aussieht. So. Sieht man hier eigentlich was von außen? Nicht wirklich. So, wo wird hier eigentlich die Geschwindigkeit angezeigt? Ach, ich habe wieder vergessen, meinen Helm aufzusetzen. Ach, David, alles klar. Beschleunigung, okay. Das nochmal nachholen, weil sonst fehlt mir eine Anzeige. Ach ja, apropos, ne? Ich habe hier den schönen neuen Pilotenanzug an, wo sie jetzt endlich auch die Anhängepunkte repariert haben. Der ist aus dem Digital Goodies Pack für die CitizenCon. Das ist der passige Helm dazu. So. Sehr nett, ne? Aber ich würde ganz gerne... Ach so, ich bin ja im Inventarmodus. Oh Mann. Dann kann das auch nichts werden mit der Helm. So. Ja, jetzt habe ich den Helm auf. Also der Anzug hat kein Inventar, ne? Also finde ich witzig. Ich hatte mir das Ding hier dran gehängt, in der Hoffnung, ich kriege das in mein Multitool rein. Zurzeit keine Chance. So, jetzt habe ich hier nämlich auch da oben links. Das müsste ich auch was sehen hier. Man kriegt nämlich noch Zusatzinfos. Zack. So. Und jetzt habe ich hier nämlich noch zusätzliche Infos. Die Frage ist aber trotzdem, wo
sehe ich eigentlich meine Geschwindigkeit? Da ist die Höhe. Ich glaube, die sieht man nur, wenn man hier auf... Das ist Self-Status. Shields. Den Self-Status habe ich ja da oben. Lassen wir es erstmal so. Ja, Frage ist, wo sehe ich meine Geschwindigkeit? Ach da, alles. Nee, das ist der. Doch, das ist der eingestellt. Ah, da über dem linken Panel, da sieht man das, was ich. Jetzt habe ich 200 eingestellt. Habe ich 0 eingestellt. So, was kann die Kiste, wenn da. Alles klar. Hüpfen wir mal da, wo es hell ist. Oh, Hagel, Hagel, Hagel. Kaboom. So, was haben wir hier? ADS. Also ich finde die Marker sehr geil, weil man kann hier viel da Nordgard. Hopps mal da mal hin, da scheint das auch hell zu sein. Schiff auch mal von außen. Hübsch blau. Ja, also wie gesagt, es ist ein sehr praktisches Schiff. Aber ich finde es halt sehr gut konzipiert, muss man ehrlich sagen. Ja. Ich muss kurz was einstellen, sonst kriege ich ein Problem. Optionen, Game Settings, Hitmarker, ich meine, das war hier oben irgendwo. Wo ist es denn? Crosshair Mode, Hitmarker, Star Map. Ah, Fading, genau. Always on, da ist er. Genau das wollte ich. Back. Turn to game. So. Was gucken, was das Ding kann hier. Wobei meine Frames nicht so berauschend sind.
ist recht behäbig. Oh, man kann herrlich damit driften. Sehr, sehr, sehr behäbig. Ah, da ist die Anzeige, die hatte ich letztes Mal nicht gesehen. Alles klar, die Warnanzeige, Kollisionswarnung. Ja, also wie gesagt, ist alles sehr behäbig. Ist alles sehr behäbig. Sound. Klingt ja wie eine beschleunigende Straßenbahn. Hi, man kann sich aber auch in Grey Out mit ballern, wenn man die Kurve zu stark nimmt. Sogar fast das Licht auszublasen hiermit. Ja. Okay, also die Seitenscherkräfte kriegt man das ordentlich mit hin. Sehr cool. Nee, macht echt Spaß. Echt ein schickes Schiff. Schon schneller als meine RAF, muss man echt sagen. Aber sie driftet, glaube ich, ganz gut nach. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, sonst schlägt man, glaube ich, stumpf auf. Die Ansicht ist schon ganz cool. Ich will dann gleich nochmal was ausprobieren. Einmal kurz aufsetzen. Butterweich aufgesetzt. Und wie gesagt, jetzt sind die Flügelchen nach oben geklappt. Ne, die halt vorher nach unten geklappt waren.
Jetzt will ich noch was ausprobieren, denn das habe ich in dem Video gesehen. Das wäre echt cool, wenn das funktioniert. Denn es machte den Anschein, als wenn dieses Schiff... Ja, geil, tatsächlich. Man kann tatsächlich das Schiff vom Co-Pilotenplatz aussteuern. Dann machen wir nochmal das nächste Spielchen und gucken wir auch, ob wir vom Gunner Seat das auch machen können. Das ist, glaube ich, echt... Ich weiß nicht, ob sie das bei allen Schiffen einführen, dass du das Schiff von jedem Platz aus steuern kannst, weil die meisten Plätze haben ja Steuerknüppel. Und der hat ja auch beide Anzeigen. Alle Steuerknüppel, ganz all. Also an- und ausschalten kann ich das System. Alles klar. Ne, von dem Platz aus kann ich nur Ingenieur spielen. Also der rechte Platz, der den... Ja, es ist klasse. Ja, schickes Ding. Gefällt. Auch wenn ich es mir nicht kaufen würde. Also ich werde mir vielleicht wahrscheinlich irgendwann mal Ingame holen für Ingame Credits. Also habe ich ein Ziel. Ist doch schick. Ein schönes Sparziel. Es gefällt mir wesentlich besser als die C2. Die C2 ist einfach zu groß. Das ist halt auch, ja. Das Ding hier ist noch handlich. Klar kriegt man in die C2 natürlich deutlich mehr rein, aber ich weiß jemand, der eine hat. Und wenn, dann mache ich das wahrscheinlich auch. Sowieso brauche ich nur eine C2, wenn ich irgendwas mache, wo wir mit mehreren Spielern sind. Und dann kann man auch die C2 von jemand anderem fliegen, wenn man unbedingt C2 fliegen will. Aber mit dem Hobel hier kann man durchaus auch alleine unterwegs sein. Wobei natürlich klar, wenn du zwei Leute hast, kann einer den unteren Turm noch bedienen. Ist ganz cool. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende. Macht irgendwas, wo ihr viel Spaß dran habt. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit diesem Schiff hier rumspielen. Und sag dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.